So, willkommen zu Paragraph 12 und der heißt die Standardabweichung. Okay. So, bevor ich Ihnen aber erkläre, was das ist, mache ich erstmal ein Beispiel. 12.1 Beispiel. Und jetzt ein Beispiel habe ich mitgebracht. Also jemand bietet Ihnen drei verschiedene Glücksspiele an. Das erste ist, eine Münze wird geworfen und Sie enthalten 2 Euro, egal was passiert. Oder es wird eine Münze geworfen, bei Zahl gewinnen Sie 4 und bei Kopf kriegen Sie nichts. Oder Sie verlieren bei Zahl 6 Euro und gewinnen bei Kopf 10 Euro. Welches Spiel möchte man denn gerne spielen, ist die Frage. Okay, also um Glücksspiele zu beurteilen, berechnen wir als erstes mal den Erwartungswert. Ja, also hier ist mein Omega, mach so eine Tabelle, wie wir das schon kennen. Ja, dann Omega, es gibt 2 Sachen, die passieren können, Kopf oder Zahl. Das soll eine Münze sein, wo auf der einen Seite ein Kopf ist und auf der anderen Seite eine Zahl. Und dann schreibe ich hier die Zufallsvariablen rein für das erste Spiel, für das zweite Spiel und für das dritte Spiel. Ja, also für das erste Spiel passiert gar nichts, immer dasselbe. Das zweite Spiel habe ich hier einen höheren Gewinn, aber dafür hier keinen. Und beim dritten Spiel habe ich hier sogar Minus und hier Plus. Okay, so, jetzt wollen wir also den Erwartungswert ausrechnen. Da müssen wir erstmal die Summe bilden. 2 plus 2 ist 4. 0 plus 4 ist 4. Minus 6 plus 10 ist auch 4. Ja, das ist aber noch nicht der Erwartungswert, den muss ich ja noch teilen. Also 1 durch n, n ist hier 2. Weil wir 2 Möglichkeiten haben, dann ist es also, die Hälfte davon ist 2 und hier ist sie auch 2 und hier ist sie auch 2. So, also vom Erwartungswert unterscheiden sich die Spiele nicht. Im Durchschnitt passiert immer das Gleiche. Ja? Alle Erwartungswerte gleich. Trotzdem sind die Spiele ja doch irgendwie verschieden. Also das erste ist sehr langweilig, es passiert immer dasselbe, ist aber auch sehr sicher. Beim zweiten ist es ein bisschen aufregender, man kann bis zu 4 Euro gewinnen, aber vielleicht kriegt man auch gar nichts. Und hier ist es jetzt noch risikoreicher. Ich kann sogar was verlieren oder ich kann aber auch sehr viel gewinnen. Ja? Also es ist schon so, dieses hier hat vielleicht gar kein Risiko, die ist ein bisschen mehr und die ist noch mehr. Jetzt frage ich mich, wie kann man das bewerten? Wie viel stärker ist das Risiko von diesem hier als das hier? Wie kann man da eine Zahl sich überlegen, wie stark das Risiko ist? Und das erkläre ich im nächsten Video.